Ja. Darf ich politisch dazu was anmerken? Das ist unter anderem auch ein Grund, warum weltweit Leichtwasserreaktoren eingesetzt werden. Zum Beispiel, was die wenigsten Leute auch wissen, Adenauer war auch ein Befürworter der atomaren Bewaffnung Deutschlands. Und nicht nur Adenauer, sondern auch SPD-Politiker. Und das nukleare Konzept in der Bundesrepublik sah durchaus vor, mit den Anlagen von Nukem und Alchem sozusagen zumindest Deutschland theoretisch in die Lage zu versetzen, auch waffenfähiges Plutonium, ich sag mal, erzeugen zu können. Es war offiziell so nie angedacht, aber es war die Option, dass man sozusagen Deutschland damit irgendwann mal, wenn Deutschland von den Siegermächten auch die Erlaubnis bekommt, auch eigene Atomwaffen haben soll. Und das ist der Punkt, warum überall in der Welt auch diese Leichtwasserreaktoren im großen Stil gebaut worden sind. Ja, danke Knut. Das stimmt im Prinzip. Ja. So, also wir haben... Wir haben hier auch noch... Ah, sehr gut. Können wir einmal vielleicht eines dran machen, weil ich gleich eins brauche. Ja, das ist also das Problem, warum wir überhaupt unseren Atommüll haben. Weil unsere Leichtwasserreaktoren eigentlich gar nicht das Zeug nutzen, was da drin ist. Und damit kriegen wir, wie gesagt, unsere mittellanglebigen, hartstrahlenden Dinger in unseren nicht verbrauchten Brennelementen. So, Leichtwasserreaktoren haben aber noch andere Sicherheitsprobleme. Wie gesagt, oder sozusagen Sicherheitsaspekte, sagen wir es so. Dadurch, dass wir Wasser als Kühlmittel einsetzen und das Wasser gleichzeitig die Neutronen abbremst, die wir für die Kettenreaktion brauchen, sollte sich das Ding eigentlich bei Überhitzung runterkühlen ein bisschen, weil das Wasser zu Dampf wird. Dampf ist deutlich größer ausgedehnt, damit ist weniger Wasser effektiv im Reaktor und bremst die Neutronen weniger stark ab. Aber wenn wir das Wasser als Kühlmittel komplett verlieren, dann können wir auch nicht mehr die Wärme eigentlich, die Nachverfallswärme abführen. Und das kann teilweise zu Problemen führen. Wenn wir einen Druckabfall haben, wird das Wasser eben sofort verdampft und reißt natürlich bei dieser starken Expansion radioaktive Stoffe mit. Und deswegen haben wir das Problem, wenn der Druck abfällt. Und wenn also die Nachverfallswärme, die ungefähr 7% des Betriebs sozusagen noch darstellen, nicht abführen können, dann können unsere Oxide irgendwann aufschmelzen und dann sind wir in unserem Reaktor in einem Zustand, wo wir nicht mehr wirklich kontrollieren können und das ist unschön. Bei sehr hoher Temperatur, wenn das passiert oder kurz bevor das passiert, haben wir noch ein anderes Problem. Dadurch, dass diese Brennelemente mit Zirconium eingekleidet sind, ist die Temperatur so hoch, dass sich das Wasser an dem Zirconium in Wasserstoff und Sauerstoff zerteilt, dann kann es eine Knallgasreaktion geben und dann fliegt uns beispielsweise das Containment beschädigt und das ist in Fukushima passiert, weil die anders als europäische oder besser gesagt deutsche Kernkraftwerke keine Wasserstoff-Sauerstoff-Rekombinatoren eingebaut haben. Die Atomaufsichtsbehörde in Japan ist sehr eng mit der Nuklearindustrie verflochten, also deutlich stärker als bei uns und nach der japanischen Mentalität, wenn ich irgendwo eine Sicherheitssache einbauen muss, dann gebe ich ja zu, dass unsere Technik nicht gut ist, ist das ein relativ kritisches Problem. So, jetzt habe ich genug davon erzählt, was denn das Problem an unserer Atomkraft ist. Ich meine, das haben viele sicher schon gehört, das eine oder andere, aber ich wollte einfach mal darlegen, woher kommen die Probleme und was muss man eigentlich machen, um es anders zu machen. Das eine Problem ist, wie gesagt, wir haben Wasser als ein Kühlmittel und das zweite, wir haben feste Uranoxid-Brennelemente. Und wir benutzen dadurch nur das Uran-235. Es gibt neue Reaktorkonzepte, die wurden schon als Testreaktoren gebaut. Einige liefen schon über 30 Jahre lang erfolgreich im Betrieb. Bei vielen wurde aber aus politischen Gründen die Entwicklung irgendwann eingestellt und sind dann nur noch sporadisch sozusagen weiterentwickelt worden, deswegen haben wir die nicht kommerziell. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die bestehende Atomindustrie hat hauptsächlich Geld damit verdient,
eben an der Herstellung, am Abbau von Uran in Minen, das große Umweltprobleme hat für sich selber, da sage ich aber noch was zu, im Abbau und in der Fertigung von neuen Brennelementen. Und man hat gesagt, ja, schnelle Reaktoren, Brutreaktoren und ähnliches, das können wir entwickeln, wenn das Uran-235 irgendwann alle ist. Dann haben wir immer noch das Uran-238 und ähnliches. Und dann kümmern wir uns drum, wenn das Problem eigentlich da ist. Diese Reaktorkonzepte wurden also nicht gerne umgesetzt. Und dann gab es noch dann irgendwann die Anti-Atom-Bewegung, die zu Recht gegen die Leitwasserreaktoren wetterte und wettert. Und dann war es auch für viele uninteressant, in einen so volatilen Markt investieren zu wollen. Auch die Reaktorkonzepte sind vielversprechend. Sie versprechen kleinere und sichere Reaktoren, die kostengünstiger in der Herstellung sind. Sie beseitigen die Probleme der Leichtwasserreaktoren und produzieren in Bezug auf die erzeugte Energiemenge bis zu 5000 Mal weniger Atommüll. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Weil sie eben das Uran-238 mit benutzen können. Und dadurch, dass wir wesentlich mehr von den Sachen abbauen, haben wir ungefähr 83% unseres Atommülls, der nach 10 Jahren bereits weniger radioaktiv ist als Uranerz. Und die restlichen 17% haben Halbwertszeiten, dass sie nach etwa 300 Jahren weniger radioaktiv sind als das Uranerz. Das liegt daher, dass die Halbwertszeiten dann so im Bereich 30 Jahre liegen. Wenn wir 10 Halbwertszeiten rechnen, dann sinkt die Aktivität auf den Faktor 1 durch 1024 ab. Und das sollte jetzt nicht passieren. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da kaum noch was strahlt bei. Und manche von den Dingern sind also in der Lage, den bereits vorhandenen Atommüll wieder zu verwenden, wieder einzusetzen und ihn damit abzubauen. Alleine mit dem Atommüll, den wir haben, könnten wir die Weltenergieversorgung 600 Jahre lang mit Strom versorgen. Gleichzeitig sind sie in der Lage, oder versprechen sie, wichtige Stoffe für die Medizin und die Industrie herzustellen. Und man kann sie teilweise einsetzen, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu senken. Und zu diesen Punkten möchte ich dann noch was sagen. Und mal erklären, woher diese Vorteile, diese Versprechen eigentlich kommen, vom Konzept her. Ich mache zuerst den Integral Fast Reactor am Whiteboard. Da habe ich leider keine Folien vorbereitet, mehr geschafft. Weil er ist relativ ähnlich vom Konzept wie unsere Leitwasserreaktoren, aber macht ein paar Sachen anders. Wir erinnern uns, wir haben das Problem Wasserkühlung und Uranoxid als Brennstäbe. Beide Fehler macht der IFR nicht. Im Prinzip läuft das Ganze so ab. Wir haben also ein großes Kühlbecken. In diesem Kühlbecken ist kein Wasser drin, sondern da haben wir Natrium. Flüssiges Natrium. Zu den Gefährlichkeiten von Natrium, falls die Frage kommt, kann ich hinter dem Vortrag noch ein bisschen was erzählen. Aber nehmen wir erstmal hin. Natrium bremst, weil es relativ schwer ist, die Neutronen nicht so stark ab. Deswegen sind wir in den Reaktoren in der Lage, nicht nur das Uran-235 zu spalten, sondern wir können das Uran-238 zu Plutonium machen und das Plutonium dann im schnellen Spektrum spalten. Das Plutonium kriegen wir zwar auch in den Leichtwasserreaktoren zum Teil, aber dort kriegen wir es nicht verbrannt, weil wir da zu schnelle Neutronen brauchen. Und wir wollen ja eigentlich langsame Neutronen in unserem Leichtwasserreaktor, um das Uran-235 zu spalten. Hier drinnen haben wir jetzt also im Prinzip unseren Reaktor eingebettet. Keine Sorge, hier oben drüber beispielsweise die Schicht, das sind bereits mehrere Meter Natrium. Da ist also immer sehr gut bedeckt. Und in denen haben wir unsere Brennstäbe, die allerdings nicht aus einem Oxid bestehen, sondern aus Uranmetall. Gut, das mag jetzt für den Laien nicht viel Unterschied machen, aber es hat ein paar deutliche Vorteile. Gehen wir erstmal auf das Kühlmittel ein. Dadurch, dass wir so ein Design haben, was nicht dem entspricht, wie es in unserem Leitwasserreaktor ist, haben wir zwar auch so eine Einbettung, aber da wollen wir das Material verdampfen. Das ist
hier nicht der Fall, wir verdampfen das Natrium nicht, das Natrium bleibt also immer flüssig, haben wir die Möglichkeit, dass das ganze Prinzip so funktioniert wie ein, Topf, in dem wir ein Wasser, einen Tauchsieder reinhalten. Kennt einer auch die alten Modelle von Omas Zeiten. Wir können damit ganz einfach die Wärme abbauen, indem hier drinne freie Zirkulation passiert, Konvektion. Das Problem, dass die Außenwände relativ kalt sind, stellt sich nicht, dann wird das Natrium halt dort ein bisschen kühler und wird vielleicht am Rand lagert sich's an. Im Bereich der heißen Zone ist es aber immer flüssig und falls mal die externe Kühlung oder irgendwas ausfällt, ist das kein Problem. Die Wärme zirkuliert so lange hier drin, bis sie nach außen hin abgegeben ist. Das hält sich also, pumpt sich sozusagen selber. Wir haben keine Pumpe mehr drin, die wir für eine externe Kühlung brauchen. Ja? Und wenn das ausläuft, flüssiges Natrium kriegst du ja nicht so einfach irgendwo her. Das läuft, wächst ja nicht auf Bäumen. Und das Natrium ist relativ einfach gewinnbar. Das Natrium, ja, das kriegst du tatsächlich aus Salz. Ja, klar. Du kriegst es aus Salz, aber Entschuldigung, wenn dir so ein Ding ausläuft, ja. Ist nicht in 5 Minuten aufgefüllt. Nö, das nicht, aber... Das meinst du, ist auffüllen, ja. Ja, aber Natrium ist relativ billig. Also, es wird ja fest, wenn es rauskommt und stöpselt sich zu. Zum einen, es wird fest, wenn es rauskommt. Zum zweiten ist ein Konzept, die Reaktoren unterirdisch zu bauen. Und dann hier, das heißt, wir haben einen großen Schacht, dann haben wir außenrum eine Sternenbahn, dann haben wir etliche Meter Beton, dann haben wir irgendwann unsere Gefäß, dann haben wir das Natrium, dann haben wir hier in dem Bereich nochmal Natrium, sozusagen flüssiges drin als Transportmittel. Und das Ganze ist unterirdisch und oben drüber haben wir dann Argon, ein Edelgas. Das ist schwerer als Luft, das heißt, wir müssten erst das Argon rauspumpen, damit überhaupt Luft an die ganze Sache rankommt, weil Natrium ist eigentlich brennbar. Man muss noch eins bedenken, das ganze Ding steht nicht unter Druck. Komme ich ja noch zu. So, dadurch, dass hier nichts verdampft, sind die Dinger bei Normaldruck. Wir haben also das Problem nicht, wenn irgendwo ein Leck ist, dann tropft es vielleicht raus. Und wenn es kalt genug ist, dichtet es sich wieder ab. Aber das ist handhabbar. Das wollen wir nicht. Aber es ist zumindest nicht, dass irgendwo Spaltprodukte mit weggerissen werden. Gleichzeitig haben wir hier Metallstäbe. Metallstäbe haben den Vorteil, wenn sie zu heiß werden, dehnen sie sich ja erstmal aus. Keramiken, Teller in der Mikrowelle werden nicht größer oder ähnliches. Metalle dehnen sich gut aus und damit... Also ich kenne auch Keramiken, die wegen Ausdehnung geplatzt sind. Ja, platzen können sie, ich sage ja, sie sind spröde, aber sie dehnen sich nicht sehr gut aus. Sie dehnen sich immerhin genug aus, um zu platzen. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Metall dehnt sich sehr gerne aus. So. Ohne zu platzen. Also, ja, ohne zu platzen. Das Ding wird jetzt heiß, es dehnt sich aus und weiter. So, in diesem Bereich hier in der Mitte haben wir eine Zone mit relativ schnellen Neutronen. Dort ist der Neutronenfluss hoch, in äußeren Bereichen ist der Neutronenfluss gering. Wenn nun der Vektor heiß wird, dehnen sich die Metallstäbe aus, damit wird mehr spaltbares Material aus der Zone mit den schnellen Neutronen rausgeschoben. Damit stehen weniger Neutronen zur Verfügung für die Kernspaltung selber, damit kühlen die Stäbe wieder ab. Wir haben also einen Regelkoeffizient, dass das System nicht von alleine heißer und heißer und heißer wird. Zur Stäbe war noch immer. Uranmetall. Uran, Plutonium, Zirconium, Legierung. Genau. Eigentlich. Uran, Plutonium, Zirconium, Legierung. Gut. Sind diese Mox-Dinger? Nein, das sind nicht die Mox-Dinger. Die Mox sind leider dafür gedacht, in Leichtwasserreaktoren eingesetzt zu werden. Nix-Ox, kein Sauerstoff. Kein Sauerstoff drin. Gut. Vom Konzept her funktioniert es also ähnlich, nur dass wir hier. Kräftig, sehr stark, weil es ist nicht nur allein die Metallausdehnung, die schiebt und die das rausschiebt aus der Reaktion, sondern es in dem Metall sind, ich kann das Bild nachher rausholen, auch noch kleine Blasen aus sogenannten Spaltgasen, die aus den, teilweise aus den geplatzten Atomkernen entstehen. Und wie es nun mal so ist, so eine Gasblase spielt und sich erhitzt quasi Blasenwalk, Ziehharmonika. Dadurch habe ich noch einen zusätzlichen Effekt. Der das rausschiebt. Genau. So. Entschuldige, wie viel pro Kelvin? Ah, gut, das habe ich jetzt nicht auswendig. Das sind Details. Ich glaube, was schiebt was raus? Wenn die Metallstäbe zu heiß werden sollten, ja, dann dehnt sich das Metall aus. Dann werden die länger. Ja. Dann ist damit
pro Längeneinheit sozusagen weniger Metall in der Zone mit den schnellen Neutronen. Ja. Damit werden weniger schnelle Neutronen nachproduziert in der Kettenreaktion. Damit wird weniger Wärme produziert. Dann ziehen sich damit irgendwann die Stäbe wieder zusammen und das System stabilisiert sich somit durch ein negatives Feedback selbst. Wenn sich irgendwas verkantet? Was soll sich groß verkanten? Dann gut, dehnt sich dennoch aus. Dann dehnt sich ja erstmal dennoch aus. Ja, also das ist erstmal das Konzept. Wenn sich verkantet und zusammenziehen will, aber leider verkantet ist. Ja, dann. Nicht zusammenziehen können, ja. Gut, dann. Nicht zusammenziehen können ist kein Problem. Dann zieht es den Status noch auf der Sache raus. Ja, nee, dann bleibt einfach die Reaktivität niedrig. Dann geht die Kette einfach wieder los. Und wenn sich dem Ausdehnen irgendwas entgegen ist, das schafft das Metall dennoch. Im Metall hat es immer so an, es wird weich, wenn es erhitzt wird. Und das heißt, es kann sehr schön auch mal um eine Kante herumkriechen und dennoch rauskrabbeln, was da Reaktionszone. Ja, jetzt vielleicht nochmal kurz zu dieser aktiven Zone, wo diese Neutronen. Das sind ja, also ich schicke ja erstmal initial ein paar Neutronen rein bei der Kettenreaktion und dann fangen die an selber zu entstehen. Ja. Aber wenn ich jetzt da oben gerade so ein paar Fiffis habe, die sich da gerade am Spalten sind, und ich schicke die jetzt raus, dann hören die noch nicht auf, dann spalten die oben weiter. Aber. Doch, weil es lebt zu schlecht. Das Problem dabei ist, um die Neutronen hier in eine hohe Dichte reinzukriegen, brauchen wir hier außen Reflektoren, die die Neutronen wieder zurückschieben. Ah, okay. Oh, okay. Es schiebt sich aus dem Reflektor raus. Genau. Ich hätte es so anfangen können. Deswegen sagen sie, es schiebt aus der. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Aber ja, sie schieben es aus der Reflektorzone raus und hier oben können die dann also sozusagen besser abhauen und es stehen dort dann nicht viel zur Verfügung. So. Das Ganze, wie machen wir nun unsere Wärme? Wir haben also einen weiteren Kreislauf. Das heißt, wir haben sozusagen hier unsere Schlange drin, da ist auch Natrium drin. Und pumpen also im Prinzip Natrium hier rein. Das wird hier warm, geht dann wieder raus, kann dann in einem tertiären Kreislauf, beispielsweise Wasser oder kritisches Kohlendioxid oder ähnliches erhitzen und dann sozusagen damit Turbinen antreiben. Einfach nur gerade noch dazu hier. Ist ein Strahlenschirm dazwischen, damit nichts, was da aus dem Pool herauskommt, irgendwie radioaktiv wird. Ja. Natrium kann sich zwar aktivieren, hat aber eine Halbwertszeit von was, 22 Minuten oder? Ein paar Stunden. Ja, oder so 22 Stunden. Das heißt, egal was hier passiert, nach 22 Stunden ist das Natrium nicht mehr radioaktiv. Punkt. Aber eine Halbwertszeit ist Hälfte. Ja gut, Entschuldigung, ja. Also nach 22 Stunden ist die Hälfte des Natriums nicht mehr radioaktiv. Ja, korrekt, ich habe mich einfach nur versprochen. So, also ich habe da jetzt immer eine ganze Sache, da oben ist mein Argon drüber und dann habe ich da wie so eine Rohre, die da so eine Kühlspalte-Dings-Fiffi reinlaufen. Und da schicke ich normalerweise auch Natrium wieder durch. Genau, das ist jetzt unser Kühlmittel, mit dem wir die Wärme abführen. Mhm. Das brauchen wir nicht, damit das ganze System hier stabil ist. Weil zur Not läuft, kreist das einfach schneller. Aufsteigende Wärme und absteigender Fall und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt mal gerade mal kurz fragen, weil ich hatte echt nicht lange Chemie irgendwie. Ich glaube, ich hatte nur ein Jahr, zwei Monate Chemie irgendwie. Weil das hat bei mir wirklich geklappt. Aber das ist auch, ist das nicht eins von diesen Alkalimetallen? Richtig. So wie Cäsium und das waren so die Sachen. Das ist eins, das ist das wenigst reaktivste in der Richtung, außer Lithium. Genau. Also und da gab es auch, wenn ich das irgendwie in Wasser oder mit Sauerstoff oder so, dann macht das. Deswegen haben wir hier oben drüber Argon. Aber ich habe jetzt meine komischen Kreisläufe da. Und wenn ich da jetzt, du sagst, okay, Primärkreislauf Natrium, aber vielleicht habe ich in dem Tertiärkreislauf irgendwie dann doch Wasser und dann muss da ja nur eine der Leitungen sein. Ist, und dann, wollte ich eigentlich im Frage- und Antwortteil, drauf eingehen. Gut, dann ist die Frage jetzt da. Natriumbrände sind nicht ohne, das stimmt, aber Natriumbrände gibt es in vielen Bereichen der Industrie. Beispielsweise bei der Aluminiumherstellung arbeiten wir auch mit flüssigem Natrium und ähnliches. Oder ein Versuchsreaktor in Russland, die es so manchmal nicht so ganz genau nehmen, aber der hat in seiner Lebenszeit 25 Natriumbrände, die man alle unter Kontrolle gekriegt hat, ohne dass je was passiert wäre. Sie haben in Münster das Chemische Institut, haben sie irgendwie Anfang der 80er neu gebaut, weil das alte, da hat es halt gebrannt, jetzt glaube ich nicht wegen Natrium, aber dann hat die Feuerwehr das Institut halt mit Wasser gelöscht. Das, das ist natürlich, ganz korrekt. Wenn du weißt, in diesem Gebäude ist flüssiges Natrium, dann löschen wir es mit Wasser. Das ist schon dann hast du
im Prinzip die Sache, du hast ja dann ein Pumpenhaus oder was auch immer, wo der Kreislauf reingeht. Und da sind natürlich überall Flutungsanlagen mit Argon drin. Das heißt, dann fällt das Argon sozusagen runter, drängt den Sauerstoff komplett raus. Und mit dem Wasser, das kommt man klar, beziehungsweise kann man das Wasser rauslassen. Aber müssen die Argon-Flutungsanlagen funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, aber, darf ich was sagen? Aber selbst wenn das Natrium brennt, dann brennt das Natrium. Gut. Selbst wenn das Natrium hier reinkommen, das brennende Natrium hier reinkommen sollte, dann passiert nicht viel, außer dass hier oben heiß wird. Aber das kommt nicht bis hier runter. Kurze Frage, was für eine Temperatur erreiche ich, wann das Natrium ist? Nicht so viel wie im Kohlenwasserstoff brennt. Ja, das ist relativ kaltes Feuer. Also was ist kaltes Feuer? Natriumbrand. Also nicht kalt im Sinne von Schnee, aber... Also verglichen mit beispielsweise Brennerflammen, Schweizerflammen oder ähnlichen, also die Dinger sind relativ kühl, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Wäre es denkbar, dass das Natrium komplett verbrennt? Nein. Das kann ja nicht innerlich, weil ich kann nur da, wo es mit dem Sauerstoff... Es kann ja nur dort verbrennen, wo es mit dem Sauerstoff kommt. Aber um Sauerstoff hier reinzukriegen, müssten wir schon das Argon erstmal abpumpen. Oder die Argonlöschanlagen müssen halt... Nö, das ist ja unterirdisch hier, dieser Teil. Ja. So, und damit haben wir eine Schicht von Argon oben drüber. Und Sauerstoff ist leichter als Argon. Das heißt, normalerweise... Kann mir mal kurz einer helfen? Normalerweise kommt das nicht unten drunter, weil dann müsstest du es ja schon unterschichten. Das ist wie mit Wasserstoff kannst du, der steigt auch nach oben, den kriegst du dort eigentlich nicht runter. Aber selbst wenn es brennen würde, warum auch immer, dann brennt es nur hier oben an der Oberfläche, kommt aber nicht nach unten rein. Dann haben wir immer noch eine Natriumoxidschicht, die oben dann die Sache versiegelt. Und die Natriumoxidschicht sinkt nicht nach unten. Natriumoxid müsste von der Dichte her leichter sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Das ist ja ein Salz eigentlich. Es ist erstmal, ja. Ich weiß es nicht, das kann ich hier nicht so genau sagen. Also aber Natrium hat einen Pump von 100.000 Grad. Wenn das immer losgeht, dann knallt die ganze Scheiße um die Ohren. Das ist klar. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über... Ja, so, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht über Natriumbrände reden. Ich sage nur, in der Industrie sind Natriumbrände bekannt, sind handhabbar. Und wenn man weiß, dass es Natrium ist, dann löscht man auch nicht mit Wasser. Und ihr könnt das Wasser komplett raushalten, wenn ihr beispielsweise superkritisches Helium oder superkritisches Kohlendioxid im letzten Kreislauf einsetzt. Ihr meint gerade, also Alex hat gerade herausgefunden, durch vermutlich Wikipedia, Natrium eine Siedetemperatur von 1000 Grad hat. Kommt doch gleich dazu, es ist ein guter Punkt. Was passiert, wenn ich ihn nicht mehr kühlen, dann kommt es dann in die Nähe meines. Genau, aber ich wollte nur sagen, wenn das Zeug brennt, dann muss es ja mindestens 1000 Grad erreichen, weil davor siedelt es ja noch. Ja, weil sie mit Brennern verglichen und wahrscheinlich so einen Acetylenbrenner genommen haben, den heißesten Brenner, den man in der Industrie normal verwendet, weil man muss ja einen Vergleich machen, der mit Abstand ist. Entschuldigung, ich habe mich gerade aus dem Brenner getrennt. Beton mit 1000 Grad. Also, die Leute aufzuklären über die Natur. Es muss nicht sieden, aber nicht entzünden. Flüssiges Natrium wird sich entzünden an Luft und dadurch siedet es nicht. Ja. Das heißt, wir brauchen dafür einen Dampfdruck. Ich meine, wenn du Benzin entzündest, dann verdampfst du es auch nicht vorneweg komplett bei einer Pfütze oder ähnlichem. Natürlich hat man immer eine Phase, da kurz drüber, wo man auch atomare das Natrium finden kann. Dort kann es dann brennen. Das ist dann der sogenannte Dampfdruck. Kann man eine Henry-Konstante für ausrechnen und so weiter und so fort. Ich bin jetzt kein Experte für Natriumbrände. Nee, du bist ja Chemiker. Das heißt, du kannst mir jetzt sagen, dass ein Chemiker ohne seine Tabellenwerke nichts. Darf ich weiter mal, weil ich habe noch ganz schönes... Das ist nicht so ewig weiter, ja. Oder? Ja, klar, Entschuldigung. Jetzt wird es halt gerade spannend. Können wir nachher nochmal drauf vielleicht eingehen. Aber dann eben den Reaktor ich will eigentlich eine Technik vorstellen. Ich bin kein Ingenieur für Natriumbrennen, ich bin auch kein Reaktoringenieur. Ich sage nur, wir haben hier eine spannende Technologie. Die müssen wir zu Ende entwickeln, unserer Meinung nach. Und dann können wir damit was machen, dass da Probleme zu lösen sind. Das ist klar, dass es nicht ohne Risiko ist. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Aber das sind technische Probleme, die wir denken, oder die auch die Ingenieure denken, dass sie lösbar sind.
Das dachte man bei Leichtwasserreaktoren auch. Die Aufgabe eines Ingenieurs. Ja, aber jetzt lass uns doch mal das eben zu Ende. Ja, ja, finde ich auch. Angucken. Gut. Gut. So, das Schöne bei den Dingern ist, was machen wir mit unseren Brennstäben? Die können wir auch nicht unendlich da drinnen lassen. Wenn wir diese Metallbrennstäbe haben, weil wir kein Oxid haben, können wir die aufreinigen in einer sogenannten Pyroprocessing-Anlage. Das ist also effektiv ein großes galvanisches Becken, was wir auch zum Vergolden oder Versilbern oder ähnliches verwenden. Dann werden die metallisch reingehängt, mit Strom versorgt. Hier unten hier haben wir dann eine Gegenelektrode. Und dann legen wir auf der einen Seite ein Plus an, auf der anderen Seite ein Minus an. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, da gibt es dann noch eine Fließkathode gegen und einen Auffangkorb und gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, sondern das Prinzip ist, wir lösen die einfach hier auf, durch dieses elektrische Reinigung und scheiden das Ganze hier drüben wieder ab. Und dann gibt es zwei verschiedene Elektroden, die mit, ein bisschen mit unterschiedlichen Spannungen gehandhabt werden und unterschiedlich geschaltet werden und an der einen scheidet sich praktisch fast reines Uran-238 ab und das Plutonium, die Transuran, die problematisch sind und überschüssiges Uran-238 geht an die zweite Elektrode ran. Und die kann man dann wieder aufbereiten, direkt in dem Reaktor selber und hier wieder reinpacken. Das heißt, wir haben keine externe Aufbereitungsanlage wie La Hague oder so weiter, sondern die Aufbereitungsanlage ist integrierter Bestandteil des Reaktors selber, beziehungsweise des Reaktorkomplexes. Und damit kommt das Zeug nie nach außen und nur die fertigen Spaltprodukte, die entstehen, also das halbe Periodensystem der Nebengruppenelemente, Gold, Platin, Ruthenium, Kobalt, Nickel und so weiter, können abgeschieden werden auf dem elektrochemischen Wege, dann in Glas verschmolzen und eingelagert. Und das sind dann eben, wie gesagt, die Bestandteile, die zu 83% nach etwa 30 Jahren und zu 17% nach 300 Jahren praktisch unbedenklich sind von der Radiotoxizität her. Das ist das eine Konzept. Ich möchte jetzt nichts weiter zum IFR sagen, das war eigentlich ein kleiner Exkurs. Das ist einer von den Reaktoren, die wir ziemlich gut finden. Und das ist auch der, der über 30 Jahre lang in den USA bereits lief. Als der EBR 2 ja. Und der Nachfolger, der IFR, soll dann eben eine großtechnisch hochskalierte Anlage sein, die mit kommerziellen Anlagen dann mithalten kann.